Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Maxi und willkommen zu einem weiteren Opening. Wir schauen uns heute wieder eine coole Box an. Und zwar ist das die Mega Metagross EX Premium Collection Box. Wir haben hier zwei Shiny Metagross, ein reguläres und einmal die Mega-Entwicklung dazu. Plus eine XXL-Version von ihm. Und was haben wir noch alles? Wir haben 8 Booster, die wir zusammen aufmachen wollen. Eine coole Münze und sogar eine Spielmatte zu Mega Metagross. Schauen wir uns das kurz mal hier auf der Rückseite an. So schaut das Paket aus. Wir haben 2 XY-Booster, 2 Flashfire-Booster. Wir haben Furious Fist zweimal und sogar zweimal Phantom Forces. Machen wir das Ding doch einfach mal auf. Schauen wir uns die Promokarten etwas genauer an. Ich habe die Box schon vor längerer Zeit bestellt. Leider gab es dann Lieferprobleme und ich musste den Händler wechseln, sonst hätte ich das erst Ende Januar bekommen. Aber so lange wollte ich auch nicht warten, um ehrlich zu sein. Jetzt holen wir erstmal die Promokarten hier raus. Eine Codekarte. Bin ich auch gespannt, was da wieder dabei sein wird. Dann haben wir hier noch die Münze, die wir gleich mit rausnehmen. Und dann machen wir hier ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch. Die Box ist wirklich groß, muss ich sagen. Also größer als alle anderen, die ich bis jetzt gekauft hatte. Und hier haben wir schon mal den ersten Inhalt. Eine Metagross-Münze, sehr, sehr cool. Also wenn ich ein Stahldeck bauen sollte, das ist ja immer noch eigentlich der Plan, dann würde ich auch diese Münze benutzen. Die passt thematisch nämlich perfekt dazu. Dann nehme ich doch erstmal noch die Matte hier raus, dann können wir die Sachen darauf legen und ein bisschen die Karten schonen. Schauen wir doch mal direkt. Also wieder cooler Stoff. Ich hoffe, der Platz reicht. Jawohl. Oh cool, sogar mit Markierungen, wo die Karten hingehören, also wo die Preiskarten hinkommen, wo die Bank ist. Sehr cool gemacht. Gefällt mir gut. Okay, haben wir nichts vergraben darunter. Legen wir das doch einfach dahin. Die Münze haben wir schon mal. Und jetzt die 2 Promokarten zu Shiny Metagross. Schauen wir uns hier kurz an. Erstmal scharf stellen. Metagross EX 180 KP stark. 2 Attacken mit Magnetic Laser macht 20 Schaden für eine Stahl und eine beliebige. Und wir können uns sogar noch eine Stahlenergie von einem Bank-Pokémon krallen und an ihn anlegen. Squared Attack macht 50 Schaden mal. Und zwar 4 Münzen dürfen wir werfen und für jedes Mal Kopf machen wir 50 Schaden. Ist so eine potenzielle Spanne eben von 0 bis 200. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich bin lieber sicher, wie viel Schaden ich mache und möchte da nicht pokern. Aber unabhängig davon ist es ein sehr, sehr cooles Design und sogar eben Shiny Metagross. Schaut sehr, sehr cool aus. Legen wir ihn schon mal auf die Seite. Und dann haben wir hier Mega Metagross EX, 220 KP stark, Gatling Slug heißt die Attacke, macht 130 Schaden plus 10 weitere für jede Stahlenergie, die an ihm anliegt. Also mit 4 Stahlenergie würde er hier 170 Schaden machen. Ist nicht schlecht, aber dafür, es sind einfach zu viele Energiekarten, man wird nie 4 Anliegen haben, eher wahrscheinlich noch eine Doppelfarblos-Energie. Und dann würde er auch nur 150 Schaden machen. Dafür lohnt es sich fast nicht. Aber er schaut cool aus. Das ist auf jeden Fall sein Pluspunkt. Und den legen wir jetzt einfach mit nach hinten zu seinem Kumpel. Und jetzt schauen wir uns die Booster an, würde ich sagen, oder? Jetzt muss ich das kurz hier zurechtkratzen. Hier haben wir nochmal die XXL-Version zu ihm. Auch sehr, sehr geil. Ich mag einfach diese XXL-Karten. Irgendwann werde ich wahrscheinlich meine ganze Wand damit tapezieren. So, jetzt machen wir erstmal die Booster. Muss ich erstmal auspacken. Also das lohnt sich auf jeden Fall, so eine Box zu kaufen vom Preis her. Wir bekommen hier 8 Booster. Wir bekommen 2 Promokarten. Wir bekommen eine XXL-Karte. Und sogar die Spielmatte. Also die Box hat jetzt, glaube ich, knapp 50 Euro mit Versand gekostet. Ich habe die jetzt aus England bestellt und das ist auf jeden Fall in Ordnung. Wenn man bedenkt, was man schon alleine für einen Booster zahlt, und hier haben wir halt 8 Stück.
Okay, fangen wir. Wie machen wir die Reihenfolge? Ich würde sagen, wir fangen von alt an und gehen bis zum neuesten einfach weiter. Aber Flashfire, Furious Fist und Phantom Forces. Okay, 8 Booster. Ready, set, go. Yveltal, Booster Nummer 1. Vielleicht ziehen wir mal wieder so eine coole Karte wie beim letzten Opening. Da haben wir das Mega Lucario EX Secret Rare gezogen. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Aber wir sind realistisch und schauen einfach mal, was passiert. Codekarte haben wir weg. Jetzt geht's los. Erstes Booster. Wir haben einmal Lillipup. Aber ich will, dass ihr es auch sehen könnt. Nur will meine Kamera gerade nicht mitspielen, oder? Willst du? Jawohl. Wir haben einmal Lillipup, Inkay, Ledibar, Spritzy, eine Psychoenergie, Delcati, Fletchinder, wir haben Shauna, guter Supporter. Wir haben Reverse Holo Rhyperior, also die Weiterentwicklung von Rizaros. Und wir haben einmal Gurgeist. Cool. Also haben wir schon mal die erste Foil-Karte gezogen. Den Rest können wir schon mal hier als Reverse Holo Stapel. Und die Commons. Machen wir gleich das nächste Booster auf. Hier haben wir Bisaflor einmal. Ich habe mich schon so auf diese Box gefreut, das ist Wahnsinn. Weiß nicht, ob ihr öfters mal sowas bestellt oder auf solche Boxen wartet, aber Schlimmste ist eigentlich immer das Warten. Und jetzt Booster Nummer 2. Mit Ledibar fangen wir an. Lillipup, Froakie, Sandile, Diglett, Caecious, Electrode, Heartcharm und nochmal Caecious als Reverse Holo. Und wir haben eine Full Art gezogen. Wow, wir haben hier Skarmory EX Full Art. Panzereron in Deutsch. Sehr, sehr geil. Wow. Wahnsinn. Also haben wir schon wieder eine sehr coole Karte gezogen. Skarmory EX Full Art. Cool. Schauen wir uns danach nochmal in der Nahaufnahme an. Machen wir aber gleich weiter. Wir haben ja noch ein paar Booster. Wir haben noch weitere Kollektionen hier. Fangen wir mit dem ersten Flashfire Booster auch an. Ich habe schon ein paar Booster von früher. Da habe ich aber nicht so tolle Karten gezogen, muss ich sagen. Vielleicht ändert sich das jetzt. Da haben wir die Codekarte wieder. So, wir haben Flabébé. Flabébé. Ja, ihr kennt die Karten bestimmt schon, nur möchte ich das auch richtig zeigen hier. Hallo? Stunky. Wir haben Shinx. Spritzy. Litleo. Roserade. Metapod. Torkoal. Wir haben Milotic in Reverse Holo. Und wir haben einmal Forat. Cool. Also wie gesagt, ich hatte noch nicht viele Karten aus dem Set. Jetzt werden es zumindest ein paar mehr sein. Vielleicht ist jetzt im zweiten Booster was anderes schon wieder versteckt. Man hat ja sonst immer die Standardkarten, die immer am Anfang kommen. Die hat man dann 100 Mal. Okay, wir haben hier schon mal Ponyta, Sneasel, Seedot, Scralp, Scraggy, Miltank. Wir haben die Sacred Ash einmal. Na komm. Wir haben Floette. Und nochmal Reverse Holo. Und wir haben Squillfish. Ist auch eine Rare-Karte. Oh, cool. Counter-Attack Squills. Wenn er angegriffen wird, macht er automatisch zweimal zwei Schaden. Okay, das ist wie ein integrierter. Wie heißt er nochmal? Beulenhelm. Nicht schlecht. Machen wir weiter mit Furious Fist. Da haben wir letztes Mal ja schon ihn gezogen da hinten. Vielleicht ziehen wir jetzt auch noch das reguläre Lucario. Vielleicht sogar Full Art. Ich weiß gar nicht, was es da alles so für coole Karten gibt. Das finden wir aber hoffentlich jetzt heraus. Mit ein paar coolen Karten.
Wir haben Patrat, Capchu, Slakoth, Pikachu, Plusle, Amora. Wir haben Focus Slash. Apropos Focus, mein Autofokus sollte auch mal wieder arbeiten. Das ist ja echt unschön. Tool Retriever, damit können wir zwei Toolkarten, die an unserem Pokémon anliegen, wieder auf die Hand nehmen. Wir haben Drowsy, Reverse Holo und wir haben Guffetail. Cool. Also davon hatte ich auch viele Karten noch nicht gehabt. Legen wir das auch wieder zurecht. Lucario außen drauf. Ist Lucario auch innen drin? Das ist die Frage, die man sich ja immer stellt bei solchen Boostern. Was ist eigentlich drin? Und vielleicht ziehen wir hier auch wieder etwas Cooles. Also die erste Full Art haben wir schon. Vielleicht kommt jetzt noch eine dazu. Wir haben Gothita. Wir haben Pikachu. Wir haben immer noch Fokusprobleme mit Clowncher. Clefairy haben wir. Magma. Scrafty. Hitmonchan. Wir haben den Battle Reporter. Fand ich jetzt nicht so toll, die Karte, ehrlich gesagt. Wir haben Tornadus einmal, Reverse Holo und Hariyama. Oh, aber die ist ziemlich verschnitten, die Karte, merke ich gerade. Na, links ist der Rand dicker als rechts. Na? Okay. So, die letzten zwei Booster. Wir fangen an mit ihr. Die Yanzi ist die erste im Phantom Forces Set hier. Vielleicht jetzt. Es fehlen ja nicht viele Karten. Mir fehlt ehrlich gesagt aus diesem Set nur eine einzige Karte. Und das wäre das Mega Manatric EX Secret Rare. Dann ist die Kollektion vollständig. Vielleicht ziehen wir jetzt zumindest eine coole Karte, die man auch vielleicht spielen kann. Wir haben Litleo, Finian, Venonat. Wir haben Murkrow. Hallo. Murkrow, wir haben Golbat, Enhanced Hammer, Doppelfarb plus Energie. Wir haben Blissey einmal, Reverse Holo und wir haben ein, wir haben ein Gengar EX Full Art gezogen. Was ist denn hier los? Wow, ich hatte ja eigentlich nicht mehr vor, mir Booster zu kaufen und deswegen habe ich mir zum Beispiel ihn hier nachbestellt. Und dann habe ich nachträglich ja doch beschlossen, mir diese Metagross Premium Collection Box zu kaufen. Und jetzt haben wir ihn noch einmal. Wahnsinn. Cool. Also das hat mir schon von Anfang an gefallen, dieses Design von ihm in der Full Art Version. Geil. Wir haben zwei Full Art Pokémon gezogen. Was ist denn hier los? Okay, letztes Booster. Phantom Forces Nummer 2. Mal schauen, was wir jetzt haben. Vielleicht den krönenden Abschluss mit noch einer sehr, sehr guten Karte. Wir haben hier Alomomola, wir haben Skarmory, wir haben Bunnelby, Rock'n'Roller, Karrablast, Fearow, wieder den Enhanced Hammer, Swadloon, Escavalier in Reverse Holo und einmal Venomoth. Okay, aber wir haben trotzdem insgesamt sehr coole Karten gezogen, muss ich sagen. War eine gute Ausbeute. Und vor allem das hier, Wahnsinn. Direkt zwei Full Art EX-Karten gezogen. Wir haben zwei coole Promo-Karten noch dazu. Also ich sag mal, für 8 Booster ist das eine echt gute Geschichte gewesen. Und da kann man zufrieden mit sein. Okay. Das war's dann also zum Mega Metagross Booster Box Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein paar coole Karten gezogen. Sowas wird vielleicht auch dann im Tauschordner landen. Also wenn ihr schon Interesse an einem Gengar EX Full Art habt, weil ihr vielleicht auch die Sammlung vervollständigen wollt, dann könnt ihr mir schreiben, dann können wir bestimmt tauschen. Mir fehlen ja, wie gesagt, noch ein paar Karten. Und ja, dann vergesst nicht zu abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Opening. Hier unten links wird ein kleiner Button irgendwo erscheinen. Da könnt ihr draufdrücken, ihr verpasst kein Video, keine Folge, kein Opening. Seid immer dabei. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge dann im nächsten Jahr. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen und einen guten Rutsch. Lasst es euch gut gehen, rutscht aber nicht zu weit.
Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Opening. Bis dahin, macht's gut. Ciao.